Brand 2, Wohnungsbrand. R2, C-Dienst, HLF1, HLF2, RTW, RTW. Die Alarmierung kam als Brand 2. Wir sind direkt losgefahren, als gesamter Löschzug. Eine brennende Wohnung im 2. OG. Die Alarmierung war nachmittags. Wir wussten auch noch nicht, was uns erwartet. Jedoch haben wir während der Anfahrt mehrere Anrufer, die das Feuer bestätigt haben. Und wir sahen dann auch auf Anfahrt eine größere Rauchwolke. Brennende Wohnung, muss einmal voll ausrüsten. Polizei bereits vor Ort, bestätigt die Lage. C-Dienst ist eingetroffen, ein Gebäude in Vollbrand vorgefunden. Erstes HLF beginnt mit der Brandbekämpfung, direkt Verteiler vors Gebäude. Grobes Hane, ihr fragt mal eben die Passanten, ob noch Bewohner im Gebäude sind. Wasser tot, ihr stellt Wasserversorgung sicher. Der Rettungsdienst soll sich erstmal in Bereitstellung halten. Vorne an der Straße ist ein weiterer PKW in Flammenaufgang. Bitte ablöschen. LK-Wende-Rohrangriff, erstes OG wird vorgenommen. Die Passanten sagen, die vierköpfige Familie ist draußen. Die Nachbarwohnungen sollen auch frei sein. Kontrolliert trotzdem mal bitte die Nachbarhäuser. Klopft mal an jede Tür. Ich sehe da vorne noch offene Fenster. Nicht, dass da der Rauch reinzieht. Hier der Angriffsdruck vom ersten HLF aus dem Innenangriff. Meldet Feuerdurchbruch in den Dachstuhl. Aktuellen Temperaturen stellenweise 300 Grad. Freddy, schau mal im Hydrantenbuch nach einem in der Nähe. Wir haben bald kein Wasser mehr im Tank. Ja, verstanden, Wassertrupps. Bei HLF, baut auf. Ah, hier vorne ist endlich der Hydrant. Dann lass uns den mal schnell aufbauen. Einbruch bitte hinter in den Hof, kontrollieren, ob da schon die Scheiben zerberst sind, ob da ebenfalls was brennt. Im Hinterhof brennt Busch weg und ein Auto. Alarmstufenerhöhung auf Brand 3. Feuertod überzugreifen auf Dachstuhl. Leitstelle hat verstanden. Löschzug 2, Wache 2 wird alarmiert. Wache 2 trifft ein in 7 Minuten. Die DLK stellt sich direkt hinter das rote HLF. Wir brauchen noch weiteres Wasser von oben. Dringende Wasserversorgung für die DLK benötigt. Wir haben gleich kein Wasser mehr. Ja, verstanden. Wasserdruck, zweites HLF. Baut auf.
ist die Lage? Feuer vorüber zu greifen. Wir haben aktuell 2 Trupps unter PA von außen sowie 1 Trupp im Innenangriff. Aktuell keine Verletzten. Alles klar, dann einmal zweites Halle. 1 weiteren Verteiler vor zum Ausflug. Und die BLK wird in Stellung gebracht. Der Wassertrupp macht 3 Stürme Wärmekamera. Feuer in der ersten Wohnung abgelöscht. Die Polizei soll bitte einmal in den Hinterhof kommen und sich den Wagen mal anschauen. Weitere Lagemeldung. Feuer unter Kontrolle, Nachmischarbeiten im Hinterhof dauern an. Weiterhin eine verrauchte Wohnung, die Lüfter werden in Stellung gebracht. Die Wohnung sieht unbewohnbar aus. Bitte einmal das Sozialamt informieren für eine Unterkunft. Ja, der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen vor Ort, die zum Glück nicht zum Einsatz kamen. Wir mussten einmal kurzzeitig einen Patienten versorgen, jedoch hat sich der Verdacht auf eine Rauchmittelgasvergiftung nicht bestätigt. Löschzugfach 1 und 2 können zurückbauen. Das Feuer ist aus, die Wärmekamera sagt nicht mehr als 40 Grad im Dachstuhl. Feuer aus, die Lüfter entrauchen die Wohnungen. Gruppenführer Wache 2, wir bauen ab und sind Status 1. Ready for a demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit so sharp. Frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on. Entschuldigung, ich fahre den Weg doch nicht rückwärts. I just love the feeling, no. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Servus. Ja, wir hatten einen schwierigen Schwelbrand aus einer Wohnung in den Dachstuhl. Diesen konnten wir nach fast 10 Stunden abwischen. Wir hatten 6 PA-Träger sowie 2 Wenderohre über die Drehleiter im Angriff. Die Feuerwehr übergibt die Einsatzstelle der Polizei. Die Polizei versperrt fachgerecht die Wohnung. Führungsdienst frei auf Funk. Mensch, das war ein anstrengender Einsatz. Jetzt habe ich aber Hunger auf Berliner. Du meinst Krapfen?
realize I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see.